comfortable. Determination that is incompatible. From the other side of terror to behold, annihilation of the gun unavoidable. Every broken enemy will know that their opponent is to be invincible. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Trollreport Live-Bericht Restefestessen. Was geht? Bei uns zumindest geht einiges. Wir haben beim letzten Mal ja unserer allerliebsten Lieblings-Psychobiotikerin eine kleine Last vom Herzen genommen, haben ihr dabei geholfen, mal was in die Luft zu sprengen. Genauer gesagt, das moralisch eher fadenscheinige Ausbildungslager auf Pragya, in dem sie aufgewachsen ist. Eine Bude, in die man unschuldige Kinder reinkippt und wo hinten dann so Gestalten wie Jack rauspurzeln, das kann nichts Gutes sein. Von der Warte her war es zumindest ein symbolischer Akt, dass wir diese vollständig verlassene oder fast vollständig verlassene Anlage in die Luft gesprengt haben. Und konnten im Anschluss sogar noch einen kleinen, potenziell aber folgenschweren Streit zwischen Jack und Miranda deeskalieren. Durch die Macht unserer Paragon-blauen Zunge. Und ich würde vorschlagen, machen wir heiter weiter mit den Gefährlichkeiten für unsere Teamkameraden. Doch zunächst Fischis füttern? Kleiner Paddelfisch, hol dir dein Essen, denn das ist lecker. Ich bin übrigens sehr deprimiert. Die ganze Geschichte mit der automatischen Fischfütterung stammt tatsächlich aus Mass Effect 3. Gibt es hier keine Optionen für. Es gibt schon eine Hilfe, die uns hier so ein bisschen die Probleme abnehmen könnte. Diese bestehen in Form von Miss Geoman Chambers. That Kasumi is an interesting addition to the crew. I can see why she's good at her work. She never reveals anything meaningful about herself. It's all on the surface. It'll be a challenge getting to know who she really is. Anyway, what's up? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Gut, dann, wir kennen das Spiel bereits. Bisschen Assignment, ein bisschen Loyalty, ein bisschen Shadowbroker-Basis. Ich würde vorschlagen, wir starten mit der Shadowbroker-Basis. Wiederum kein besonders großer Bedarf, an der Stelle da Dossiers zu lesen. Denn auch Jack hat mir ja schon durchexerziert. Es wird aber noch kommen. Wir sind vor allen Dingen scharf auf den Lude. Denn der Lude ist gut. Hoffen wir. Wir haben ja bisher das Sniper-Rifle-Upgrade geliefert bekommen und ein Assault-Rifle-Upgrade. Bleibt noch Shotgun und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, Heavy Pistol müsste auch noch dabei sein. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Da kosten zwar jedes Mal ein bisschen Sprit und ich könnte jetzt tatsächlich auch anfangen, hier die interne Uhr von meinem PC immer hin und her zu switchen, weil, wie gesagt, eine der Bedingungen dafür, dass neuer Stuff geliefert wird, ist, dass in der Realität hier bei uns ein Tag vergeht. Alle 24 Stunden können wir da mal reingucken. Aber ja, das bisschen Treibstoff haben wir dann vielleicht auch gerade noch. 40.000 Palladium, buh. Be right back, wenn es was Schönes gibt, wa? Boom! Hat nur 12-mal Reloaden gebraucht. Yeah. Shotgun Technology, jawohl. Shotgun, Shotgun Damage. Und dazu noch ein bisschen Element Zero. Ich nehme sie alle. Ist mir eingefallen, dass wir beim letzten Mal wegen der Soundprobleme glatt vergessen haben, hier noch unsere 9000 Credits mitzunehmen. Die haben wir uns ja verdient. Wir haben schlau investiert. Deswegen machen wir das mal. Ja, bitte schön, zurück auf die Normandy. So, können wir schon mal gucken. Tja, heute wird uns unser Weg in den Rosetta-Nebel führen, denn wir wollen Jacob helfen. Bevor wir das allerdings tun, möchte ich gerne mal im Eagle Nebula, im Adlernebel, nach dem Rechten schauen. Ich habe Lust, ein wenig ISO abzubauen. Außerdem möchte ich mir mal angucken, was genau passiert, wenn wir einen Planeten, den wir über die Shadowbroker Base als besonders ressourcenhaltig identifiziert haben, wenn wir den abbauen. Deswegen gucken wir mal nach Amun und werden schauen. Schlappen wir mal mit dem Ding hier und er sagt, Bast. Oh, Arbeit. Bast ist arm? Nee, so schlimm ist man auch wieder nicht. Anomaly detected. Ach du heiliger kleine Anomaly. General distress. Beacon process interrupted. Translation error.
Status of system operator is not known. General distress. Beacon process interrupted. Translation error. Status of system operator is not known. I have found something. Okay, allgemeines Notrufsignal. Oberflächenscans deuten auf das Wrack eines Handelsfrachters hin. Konfiguration unbekannt. Katastrophischer Schaden am Schiff. Entdecken Bewegung, aber es gibt kein Zeichen organischen Lebens. Oh, Geth oder was? Da komm, guck mal jetzt gleich rein. Das müssen wir ja nicht lange rummachen. Den Rest können wir dann anschließend auch noch scannen. Yay, Jack ist auch loyal. Wir sehen, wir kriegen zunehmend mehr Kreise. Und das ist gut. So, wenn es wirklich Geth sind, will ich Tali dabei haben. Und, Morden, der Herr Doktor. Das ist eine Kombo, die werden wir wahrscheinlich noch häufiger sehen. Ich nenne sie die Nerdy Super Friends. Denn wir sind es. Wieso hast du denn eine Tempest? Pfui. Locust. That's the way to go. Lieberschaft. 2180 Shotgun, der Eviscerator. Ja, der soll es sein. Oh ja, da hat's reingeknüppelt. A sandstorm is approaching from the northwest. Proceed with caution. Okay, ein Sandsturm nähert sich. I want to know. Platinum. Gif, gif, gif. Meins? I'm not entirely sure, was wir hier machen sollen. Ist hier irgendwas? Anywho. Die ganzen Wrack-Einzelteile. Zerstörte Mech-Parts. Aha. Finde ich. Wo genau? Hier. 1500 Credits. Mhm. Ist das so? Noch mehr Platin. Okay, das geht mir gerade akut noch zu easy. System Status Report. Ach du Alter. Engineering Status. Kompromittiert. Katastrophischer Schaden am primären und sekundären Kern. Die Element Zero Strahlenlevel sind kritisch. Treibstofflecks über das gesamte Engineering Deck hinweg. Ew. Auch der Navigationsstatus kritisch. Manuelle Kontrolle der Navigation unmöglich. VI-Kontrolle wurde per Executive Command gesperrt. Autorisierung Krat. Was ist ein Krat? Sensorstatus ebenfalls kompromittiert. Die Kurzstreckensensoren sind ausgefallen. Life Support, okay, die Lebenserhaltung ebenfalls kompromittiert. Lebenserhaltung kehrt auf sichere Level zurück. Okay, was ist hier los? Keine Schild... Okay. Schildstatus war normal, 100% Integrität. Nichts hat die Schilde durchbrochen. VI-Network. Bekämpfen mögliche Kontaminierung. VI-Kontrolle kritischer Systeme wurde durch Executive Command gesperrt. Wieder Krat. Okay. Auch die Kommunikationsanlagen wurden... Captain Krat stand da oben. Was genau ging hier vor sich? Mehr Mech-Parts. 3000 Credits. Platin. Da geht's nach oben. Und Steine schweben in der Luft. Diese Welt ist kompletter Wahnsinn. Frachter stürzen ab, Steine schweben in der Luft. Fuchs und Hase verbrüdern sich und gründen eine Gewerkschaft. Attention all hands. We are on a collision course and losing systems fast. Report to the escape pods immediately. This is not a drill. Ja, okay, Aufforderung an die Crew, möglichst schnell zu den Rettungskapseln zu kommen. Whoop. More Credits. Reflektive Mech-Armor X6378. 40 Kisten voller reflektiver Mech-Rüstung X6378. Jarahi Station ist die Quelle. Ziel ERCS Facility. Dann haben sie noch Loki-Mechs. 180 davon. Hey. Und ein Ymir-Mech. Die dicken. Should we stay or should we go now? Mehr Platinum.
What's going on? Power cells. Trenton, we've got a problem in the cargo bay. Marcus says the mechs in the containers are activating and self-destructing. Go check it out. Okay. Also die Mechs, die das Schiff geladen hatte, haben sich allesamt selber hochgefahren und selbst zerstört. Captain, short-range sensors just went offline and I'm locked out of helm control. The VI is reporting malfunctions all over the ship. Also ist die VI irgendwie durchgeknackt oder what's exactly the problem? Schalten wir den mal aus. Multiple hostiles powering up at your location. Recommend immediate extraction. Okay, irgendwie Feinde fahren sich hoch. What? What? Und? Also einige. Okay, da ist der Emir. Jetzt kommt hier noch der Sandsturm dazu. Fuck it. Holen wir den Ballermann raus hier. Headshot, Baby. Clean hit. It's going to explode. On our right. Woohoo! Who you? Okay, nur 65% Sicht. Hört auf damit. Wir wandeln in Albernheiten. Ja, ja, ist ja gut. Machen wir Abflug hier. Scheiß auf den Planeten. Denn er ist nicht gut. Fanden keine Überlebende im Wrack der MSV Corsica, haben das Notrufsignal deaktiviert. 125, 7500 Credits, jo. Na, Versuch es wert. Hätte sein können, dass man da noch wieder rausboxen kann. Nun denn, Commander, you've received a new message at your private terminal. Oh, neue Nachrichten, die nehme ich in der Kabine des Captains, denn Fische und so, wir verstehen uns. Aber eigentlich viel wichtiger, okay, wer will was von uns? MSV Corsica. Letzte bekannte Undock-Koordinaten. Idi. Oh, Idi schickt uns E-Mails, das ist ja crazy. Informationen erhalten. Koordinaten. Jarahi Station im Strabo-System im Adlernebel. Hey, das passt ganz gut, da sind wir gerade. Ein wenig Data-Mining bestätigte die Jarahi Station im Strabo-System als den letzten dokumentierten Aufenthaltsort des Handelsfrachters MSV Corsica. Es besteht die Möglichkeit, dass an Bord der Jarahi Station Hinweise gefunden werden können bezüglich der Anomalie, welche die massenhafte Fehlfunktion der Mechs an Bord der Corsica verursacht hat. Okay, Jarahi Station. Sollten wir dann mal gucken, schätze ich. Pragya Facility Update. Cerberus Intel. Ach nee. Mal gucken, was sie dazu zu sagen haben. Wir kontaktieren sie gemäß der Instruktionen des Elusive Mans. Er glaubt, dass sie wissen sollten, dass er das Ende von Subject Zeros Projekt befohlen hatte, bevor die Unruhen ausgebrochen sind. Cerberus-Personal erreichte Pragya und fand sämtlichste Wachen tot, zusammen mit den meisten Testsubjekten. Alle überlebenden Kinder wurden bezüglich ihrer Verletzungen behandelt, erhielten anschließend eine leichte amnestische Behandlung, also ein Teil ihrer Erinnerungen wurde gelöscht, und wurden anschließend als Überlebende von Sklavenhändler-Attacken an die Allianz übergeben. Einige wenige überlebende Doktoren wurden gezwungen, in den Ruhestand zu gehen, aufgrund ihrer Rolle in dem Projekt. Gemäß ihrem Bericht wurde die Anlage auf Pragya zerstört. Das ist korrekt, ja.
Weg mit der Scheiße. Braucht kein Mensch. Wegnuken, sage ich. Wir würden es jederzeit wieder tun. Gut. Fisch. N'oubliez pas les fiches. So viel dazu. Ich habe an sich auch nichts... danke, Kelly. Ich habe an sich auch überhaupt nichts dagegen, ausnahmsweise auch mal zwei Assignments zu machen, weil ich schätze mal, es wird vermutlich wieder mehr Assignments geben, als dass wir sie mit der Standard-One-Two-Punch-Combo ein Assignment, eine Loyalty-Mission so alle bis zum Ende erschlagen bekommen. Derowegen checken wir das mal weiter aus, und sollte in diesem Adlernebel hier nicht noch mehr sein, dann können wir uns zumindest nochmal die Jiraiya Station angucken. Können wir zumindest mal gucken, warum die Korsika diesem Gebirgsmassiv da unbedingt eine Kopfnuss geben musste und warum die Mechster alle durchgeknallt sind. Steht da zu vermuten, dass die VI, die virtuelle Intelligenz, das Expertenprogramm quasi, dass das angefangen hat, Stress zu machen. Kein Mensch braucht Palladium, Leute. Aber der Spike ist zu konkret. Wir können ihn nicht ignorieren. So, wollen wir mal gucken. Anhur wurde uns versprochen als ISO-reicher Planet. Ist wieder eine Gartenwelt. Scheint so, als ob die Gartenwelten gute Chancen bereit haben, dass man da ein bisschen ISO farmen kann. Jawohl, guck mal hier. Da schlägt er aus, wie so ein schlecht lautes Muli. Oh, 33.000 ISO haben wir schon. Das ist gut. Einer der Hauptgründe, warum ich immer noch am Ressourcensammeln bin, das wird jetzt natürlich langsam ein bisschen nachgehen, also ich muss nicht mehr wirklich jedes Palladium-Vorkommen irgendwie ausreizen bis zum Get-No, ist tatsächlich, dass es sich lohnt, mehr Ressourcen dabei zu haben, als wir eigentlich für Upgrades hier im Spiel brauchen. Wenn wir nämlich ausreichend von allen vier Ressourcen haben, bringt uns das einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil im nächsten Spiel. Und das wollen wir natürlich haben. Ja, anywho. Gut, ich gehe wieder ein bisschen meiner Zen-Beschäftigung nach. Bis gleich. Okay, haben wir Relic und Malgus die jeweiligen Systeme auch noch auseinandergenommen. Da gab es tatsächlich keine Assignments, nur Ressourcen-Loot en masse. Und jetzt sind wir hier in Strabo. Jabus wissen, wo der Strabo ist. Haftiabi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt, und die Arabi Money Rich. Ein ganzer Planet, Antigua. Antigua Prime? Nichts von Interesse. Weg damit. Aber von Interesse ist die Jiraiya Station. Wenn wir mal reingucken. Site Intel retrieved. Okay, der Text ist derselbe, den uns Edie schon geschickt hat. Ey, gucken wir mal rein in die Bude. Durchgeknallte KI. Zeit für das Nerd-Superteam. Okay. Yeah, welcome. Dieses Wort wirkt immer ganz besonders dann einladend, wenn es halb verschmiert ist von Blutlachen. Okay, gesplitterte Fenster. PDA. Dr. Galvind, auf meinen Vorschlag hin haben wir sämtlichen Systemen den Strom abgedreht, mit Ausnahme von kritischen Lebenserhaltungssystemen, in der Hoffnung, dass die Ausschaltung dieser Systeme der VI die Ressourcen entziehen wird, die sie benötigt, um uns zu töten. Das ist allerdings nur eine temporäre Lösung. Wir können das hier nicht einfach auf uns allein gestellt aussitzen, Dr. Taliesin. Sind sie aber durchgegangen hier, du. Bisschen Iridium, okay. Aber wir können Strom wiederherstellen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich jetzt noch gerade noch nicht. Locked by Station VI. Okay. Her mit dem Saft. Docking area power restored.
Intruders are requested to report to the cargo doors for immediate removal from station. Okay. Eindringlinge werden gebeten, sich sofort bei den Frachttüren einzufinden, damit sie sofort von der Station entfernt werden können. Wie wär's mit Nope? Intruder detected. You are not authorized to be in this area. Selber. Okay, überall sind Türen. Engineering. Wohnquartiere. Noch ein PDA. Dr. Galvind, es ist mein fester Glaube, dass die VI paranoid ist bezüglich der Möglichkeit einer Infektion. Das mörderische Verhalten, was es aktuell zeigt, ist ziemlich wahrscheinlich das Resultat eines außer Kontrolle geratenen Wunsches, uns davon abzuhalten, sie abzuschalten. Ich glaube, dass die VI eine Fehlfunktion aufweist und dass es glaubt, dass unser Equipment von einem Virus infiziert ist. Wenn wir weiterhin versuchen sollten, sie abzuschalten, dann wird sie weiter versuchen, uns zu zerstören. Möglicherweise besteht unsere einzige Chance darin, nichts zu tun und sie davon zu überzeugen, dass wir keine Gefahr für sie darstellen, sagte Dr. Tallison. Okay. Power outage detected in the station. Stromausfall wurde in der Station detektiert. Mainframe ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Okay. Stromausfall. Dann gucken wir als erstes mal ins Research Lab. Gucken, woran hier so geforscht wurde. Offensichtlich an Iridium. Research Lab Power. Ist ja auch alle kaputt hier. Ah. Research Area Power restored. Okay, jetzt hier die Türe zu. Beam engaged. Testing Area has been locked down according to Protocol M29-2. Oh, haben wir einen Rätsel? Wir haben einen Rätsel. Reflective Armor Prototype repositioned. Ach, das muss diese Reflective... Ja, das ist die Reflective Armor, die auch die Corsica mit sich getragen hat. Reflective Armor Prototype repositioned. Bzzzt, okay. Reflective Armor Prototype repositioned. Ah, das bringt nix. Reflective Armor Prototype repositioned. Reflective Armor Prototype repositioned. I know. Testing area has been unlocked. Boom. All personnel, take this opportunity to leave the station immediately. An das gesamte Personal, sie sollten die Gelegenheit nutzen, die Station sofort zu verlassen. Die Drohne wiederhole, nein. Meine Wohnquartiere reingucken. Mehr PDAs. An alles Dockpersonal. Wir erwarten eine Ladung von Mechteilen von der Hane-Keda-Fabrik auf Kapek im Haskins-System. Im Titannebel. Stellen Sie sicher, dass die VI Bescheid weiß und eine Undock-Anfrage vom Frachter MSV Corsica akzeptiert. Kennings. Oh, okay. Kapek, Haskins Titan Nebula. Das heißt, die Corsica ist hierher gekommen und hat eventuell einfach wirklich diese Infektion? Wenn wir mal davon ausgehen, dass das, was die VI hier hat durchdrehen lassen, vielleicht gar nicht von hier stammt und dann auf die Corsica übergegangen ist, sondern dass der Ursprung vielleicht genau bei dieser Hane-Keda-Anlage liegen könnte. Hm, sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Überall liegen Menschen. There have been 4 fatalities on this station in the last week. Remember, safety is everyone's responsibility. In der vergangenen Woche gab es 4 Todesfälle auf dieser Station. Bedenken Sie, Sicherheit ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Vor allen Dingen von ihr. Yeah. Okay, Living Quarters. Living Area Power restored. The Living Area doors have been closed to quarantine a threat to this station. Advise intruders to engage self-destruct procedures to avoid death by starvation.
Don't you get passive-aggressive on me, bitch. Den Eindringlingen sei geraten, ein Selbstzerstörungsprotokoll einzuleiten, um den Tod durch Verhungern zu verhindern. Nö. One door enabled. Three doors enabled. Two doors enabled. Three doors enabled. One door enabled. One door enabled. Three doors enabled. Three doors enabled. Two doors enabled. Five doors enabled. Rein durch rumprobieren. Ich habe wiederum nicht im Ansatz gecheckt, wer hier was macht. Die Bude hier. 525 Credits gezogen. 750 Credits gezogen. 375 Credits gezogen. Na, looten wir dann halt hier die Überlebenden. Die nicht mehr Lebenden. Da sind wir ja relativ geskillt drin. All intruders intentionally violating quarantine are requested to exit the station immediately. Vielleicht müssen wir diese ganze Leichenplünderei-Geschichte, derer sich Shepard Constant hier schuldig, ich mach das eher so verstehen, wie dass die frisch Verblichenen so den Klingelbeutel rumgehen lassen, damit wir besser die noch Lebenden retten können. Damit klingt's nicht mehr ganz so schäbig, finde ich. Und das ist doch gut. To the engineering. Plasma venting in progress. Attempting to reach the maintenance controls will most likely result in serious injury or death. This is a secure zone. Please leave this station immediately. Don't want to. Kennings. Ich bin mir sehr sicher, dass der Ärger mit unserer VI gestartet ist, nachdem die Corsica hier angedockt hat. Sag ich's doch. Taliesin schaut sich gerade die VI selbst an. In der Zwischenzeit möchte ich, dass sie durch die Loks gehen und herausfinden, was sich alles auf diesem Schiff befunden hat. Dr. Galwind. Aber allzu weit ist er nicht gekommen, wie es aussieht. Au. Au, 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 au. Death, lost shields. Shut up. Boah, das ist aber auch nicht... Ah, scheiße, da hat sie beide gerissen. Aber wenn ich vorsichtig war, geh mal außen rum. All attempts to decontaminate station have failed. Require more power to escalate defenses. Sie will die Verteidigung eskalieren. Warum? Soll sie doch mal lassen. Maintenance area power restored. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder Zugang zum Mainframe haben. Das ist ein geiles kleines Bit hier. Gefällt mir. I like. Hub area power restored. Central mainframe access granted. Docked vessel detected. Attempting to upload central programming into docked vessel's mainframe. Aber wie geil, die VI hat jetzt registriert, dass die Normandy angedockt ist und versucht sich selbst quasi als Art digitale Rettungskapsel jetzt auf das Fremdschiff hochzuladen. Viel Spaß, dich mit Edie zu kappeln, blöde Kuh. Intruder detected. You are not authorized to be in this area. This is a secure zone. Please leave this station immediately. I regret to inform you that all attempts to defend the station have failed. Shutting down security protocols. Haben die Sicherheitsprotokolle der Jerahi Station deaktiviert? Sind der Station entkommen? 125 Experience, wieder 7500 Creds, bisschen Iridium. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange sind. Werden wir irgendwann bei Gelegenheit mal bei der Titan Station vorbeischauen müssen? Oder vielleicht machen wir es jetzt auch gleich? Commander, you've received a new message at your private terminal. Ach, vielleicht machen wir heute einfach mal eine etwas längere Folge, oder? Was sagt ihr? Ich kann euch nicht hören. Da muss ich jetzt versuchen, eure Gedanken in der Zukunft zu lesen. Thema lesen. Erstmal hier die Nachricht checken.
die Quelle des VI-Virus entdeckt. Wieder ID. Hey, fleißige kleine KI. Information bezüglich des Planeten Carpec Haskins System Titan Nebel. Die Daten von der unter Quarantäne stehenden VI auf der Jarai Station deuten an, dass die mögliche Quelle des VI-Virus-Ausbruchs eine Harnekeda-Anlage auf dem Planeten Carpec ist. Die Koordinaten wurden in die Galaxy Map gedownloadet. Das ist sehr gut. So, Albernheit hier. Komm, wir machen halt fertig. Wir jetzt wissen, was es da mit dem komischen Virus auf sich hat. Fuel at one half capacity. Hey, ja. Okay, Titan Nebula. Muss gestehen, Local Cluster, yay. Yeah. Oh, Viper Nebula? Ah, okay, da können wir Dr. Kanson retten. Das heben wir uns rauf, das ist der Rival DLC. Da oben. War der schon vorher da? Ah, nee, ziemlich sicher nicht. Haskins. Es gibt nur ein einziges System in diesem Cluster und auch nur einen einzigen Planeten, Carpec. Da haben wir die Mission, schalte die infizierte Produktionslinie ab. Anomaly detected. Es lasse ich mir fast. Be warned. The experimental mechanics of und es gibt ISO. For your safety, do not dock with or land in the vicinity of the facility without the proper protocols and authorizations in place. Be warned. The experimental mechanics facility is under quarantine. For your safety, do not dock with or land in the vicinity of the facility. Something on our sensors. Hä? Ich lasse mir doch nicht von einem automatisierten Notsignal sagen, wo und wann ich lande und wann nicht. Anomalie entdeckt. Oberflächenscans entdeckten eine Mech-Produktionsanlage, die den Registrierungsparametern der Harnekeda Corporation entspricht. Die Anlage berichtet eine Notfallschließung. Scans bezüglich des Personals konnten keine Lebewesen entdecken. Gefahrenscans zeigten eine große Anzahl von virusinfizierten Mechs, die innerhalb der Anlage eingesperrt sind. Die Deaktivierung der Kontrollen für die primäre Produktionslinie sollten die Erschaffung zusätzlicher infizierter Mechs unterbrechen. Das sollten wir dann wohl mal tun. Vorher wird allerdings gelootet. Hä? Hey. Denn es gibt ISO. ISO. Da haben wir richtig Bock drauf. Immer her mit dem Zeug. Das steht uns besser als euch. Okay, alles ISO rausgezutscht. Landen wir mal. Es bleibt sich dabei. Yes, please. Ah, wir könnten die Flashbang Grenade noch cappen. Oder Incinerate verbessern. Oder Disruptor Ammo. Incinerate, come on. Okay. Anjo. Dann wollen wir mal gucken. Fabrik abschalten. That we can do. Incoming. Subdue and suppress. Hostile forces have been. Allied forces have been impacted. Hostile forces have been impacted. Da legst sie nieder. Ja, hier ist auch alles kaputt gehauen. I really Hi. Computer. Achtung an alles Personal. Unser neuer Platinenlieferant hat einen sofortigen Rückruf gestartet für die MX-7552-4A Gehorsamkeitsprozessoren. Von denen herausgefunden wurde, dass sie systematische Ausfälle bei damit zusammenhängenden Komponenten verursacht. Wir haben mit der Suche nach einem neuen Lieferanten angefangen. In der Zwischenzeit sollten sie bis auf weiteres nicht mehr die MX-7552-4A benutzen. Direktor Dr. Rochelle, Harnekeda Experimentelle Mechanik. Keine Antwort. Gianna, nur for your interest. Wir haben den Kontakt zur MSV Corsica verloren. Nachdem du deine Besorgnis ausgedrückt hast, habe ich die Logs gecheckt. Und Tatsache, die Mechs und Parts, die sie aufgesammelt haben, beinhalten die zurückgerufenen Gehorsamkeits-CPUs.
Wir wissen, dass die Korsika auf dem Weg war zu einer gewissen Yarahe-Station im Strabo-System, aber es scheint, als könnten wir sie einfach nicht kontaktieren. Ich hoffe, sie sind alle in Ordnung, aber ich denke, wir haben alles gemacht, was wir tun können zu diesem Zeitpunkt, sagte Tress. Dr. Talarasan, ich erhalte Berichte über Mechs, die unsere Produktionslinie verlassen und Arbeiter angreifen. Einige von ihnen scheinen sich auch völlig zufällig selbst zu zerstören. Selbst Einheiten, die nicht ursprünglich die fehlerhafte OPU, also diesen Obedience Processing Unit, installiert hatten, zeigen Anzeichen von viraler Infektion. Wie es aussieht, stehen wir hier gerade vor einer möglicherweise fabrikweiten Katastrophe. Wir versuchen das Ganze so gut wie möglich einzudämmen, aber wir können das nicht länger unterdrückt halten. Sobald Dr. Rochelle davon erfährt, werden Köpfe rollen. Und meiner wird nicht darunter sein, sagt Chief Saunders. Ankündigung, Abriegelung der Fabrik. An Dr. Talarasan. Dr. Rochelle hat eine komplette Abriegelung angeordnet. Sie werden hiermit aufgefordert, die Zugangskorridore zum Produktionsbereich vom Rest der Fabrik abzuschotten. Mir ist klar, dass das mich und jegliche Arbeiter, die noch immer hier drin sind, zusammen mit den fehlerhaften Mechs einsperrt. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf Ihre Befehle. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Chief Saunders. Oh, hat Saunders also den Befehl gegeben, scheiß drauf, wenn ich noch hier drin bin, dicht machen den Laden. Tough one. 3750 Credits. Die Leute hier werden es nicht mehr brauchen. Mal gucken. Seems deserted. Wonder if anyone's still here. Noch ein Datapad. Dr. Talarasan lokalisiert. Chief, ich habe die Asari Dr. Talarasan in dem Zugangskorridor zur Production Line lokalisiert. Wir haben eine Barrikade errichtet und den Zugang zum Rest dieses Korridors abgeschnitten. Sagt Officer Gamble, okay, Talarasan? Eine Asari war das die wir gerade gesehen haben da? Stoßen vor zum Ziel. Chief, ich habe Dr. Talarasan sichergestellt und bewege mich jetzt Richtung des Lagerhauses, um Zugriff zu erhalten auf den Kontrollraum der Production Line. Ich werde Sie weiter informieren, sobald ich drin bin, sagt Gamble. Und Warehouse Breach, das Warenhaus, gestürmt? Ich bin im Lagerhaus. Scheint ziemlich leer zu sein, Sir. Ich kann den Kontrollraum direkt über dem Lagerbereich sehen. Es kann sein, dass ich ein paar Minuten brauche, aber ich bin sehr sicher, dass ich die Hauptproduktionslinie abschalten kann, sagt Officer Gamble, und es dürfte dann wohl er hier sein. Ist sie die Asari von der... We've been spotted. Hey. Neutralized. Hit. Fiese Hundis. Element Zero. Please reconsider your aggressive. Ich soll meine aggressive Einstellung überdenken? Hostile forces have engaged. Geh mal weg jetzt. Geh fort. Excuse me. Backup systems engaged. Weapons ready. Hostile forces have engaged. Excuse me. Okay. Hostile forces have engaged unit member offline. Allied force casualty. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf hier, der Quatsch. Wuhu. Mehr ISO. Yes. Okay, haben wir uns erstmal durch den Teil durchgearbeitet. Mehr ISO. Ja, wenn man keinen Bock hat auf die Planetenexploration, Exploration auf das Planetenscannen, genauer gesagt, dann sind so eine Mission hier natürlich Gold wert. Wir wissen sowohl Tech-Upgrades als auch Biotic-Upgrades. Die gehen halt alle übers ISO. Shutdown, please. Ja, bitteschön.
Okay. Gehen die alle hoch. Und wir machen uns vom Acker, was vermutlich besser ist. Haben die Hanekeder Experimental Mechanics Fabrik. Oh Gott, Alter. Der Killer-Genitiv. The Hanekeder Experimental Mechanics Facilities Production Line on Caprik. Also auf Deutsch. Wir haben die Produktionslinie der Fabrik von Hanekeder Experimental Mechanics ausgeschaltet. Haben alle infizierten Mechs deaktiviert. Mhm. Experience 125, klar. Wieder 7500 Credits auf den Tisch. 500 ISO. Okay. Tja, kleine Story. Ich hatte mir ehrlich gesagt noch einen kleinen Twist jetzt noch aufs Ende erhofft. Aber am Ende des Tages waren es nur Montagsmodelle von einer CPU. Naja. Sieht aus, habe ich Post oder was? Nö. Okay. Gut. Le Fisch. Dann. Genug des Rumgedöners. No messages for you, Commander. Good to know. Let's go. In den Rosettennebel. Ja, ich habe es extra nochmal nachgeprüft. Das heißt tatsächlich Rosettennebel. Hahaha. Grow up, people. Okay. Alpha Draconis. Klingt Metal. Nee, die ganze Abforschungsscheiße, die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Da werden sicherlich wieder ein oder zwei Assignments hinten runterpurzeln. Wir wollen jetzt hier mal wirklich Nägel mit Köpfen machen. Und das tun wir auf 2175 AEA. Anomaly detected. Da wurde eine Anomalie entdeckt. AEA wurde benannt nach einer Asari-Forscherin. Dieser abgelegene Planet scheint auf einer Liste von verbotenen Mars-Relays zu sein, welche in unkartografierte Bereiche des Universums führt. Die wenigen Daten, die verfügbar sind, stammen von einer weit vom Kurs abgekommenen Sonde, die von der Existenz zweier Planeten berichtet hat, die im Orbit um einen weißen Zwergenstern kreisen. Deine eigenen Scans ergaben wesentlich interessantere Resultate. Der Planet befindet sich innerhalb der bewohnbaren Zone des Sterns. Es hat Ozeane aus flüssigem Wasser und eine dünne Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, die zu karbonbasiertem Pflanzenleben passt. Es ist durchaus möglich, dass es sich hierbei um eine noch unerforschte Gartenwelt handelt. So ein kleiner Erdkosplayer. Hm? Und da ist eine Anomalie. Impact and unscheduled suborbital deceleration recorded. General distress. MSV Hugo Gernsback. Registration BW46-10034087. Impact and unscheduled suborbital deceleration recorded. General distress. MSV Hugo Gernsback. Registration I have found something. Okay, es handelt sich also offenkundig wirklich um die Hugo Gernsback. Was für uns bedeutet, da müssen wir bei. Dummerweise wissen wir auch Gartenwelt, gute Chance, dass es hier ISO gibt. Dementsprechend, be right back. Okay, also die Hugo Gernsback ist zumindest schon mal hier. Das war ja das Schiff, wo Jacobs Vater drauf stationiert war. Gehen wir rein, checken es aus. Und wen nehmen wir mit? Wissenschaftler wäre nice. Wir könnten aber auch, könnt noch Miranda mitnehmen, die ist nämlich auch eine Wissenschaftlerin. Ja. Dann machen wir hier mal ein Classic-Team. Oh, 14 Punkte zu verteilen. Hehe. Gib mir Squad-Ammo. Ah, Jacob rockt tatsächlich auch nur eine Shotgun. Da bin ich überrascht. Life signs, but there may be useful technology or information still inside.
Idi hat schon mal das Schiff gescannt. Keine Lebenszeichen, aber möglicherweise relevante Technologie oder hilfreiche Informationen. Ach, ist das schön hier. Da sind die Wrackteile schon zu sehen. Und da noch wesentlich mehr Wrackteile. Zum Glück nicht komplett im Ozean versunken. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Tja, möglicherweise haben sie den Aufschlag überlebt, aber looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Ja, möglicherweise haben sie den Aufschlag überlebt, aber das ist halt einfach schon Jahre her. Und Jacob Adlerauge entdeckt schon, na, das Schiff wurde offensichtlich ausgeschlachtet. Sie müssen so schnell wie möglich versucht haben, diesen Notfallsender hochzuziehen. Unvollständiges Offizierslog. Along with us anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Also, ein Teil der Nachricht ist natürlich korrumpiert, aber man kann sich mit die fehlenden Parts zumindest am Anfang locker zusammensetzen. Wer auch immer das hier aufgenommen hat, sagt, er spielt da nicht mehr länger mit. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. Sie verstehen einfach gar nicht, was mit ihnen geschieht. Lenke sie für 2 Sekunden ab und sie wissen schon nicht mehr, was vorgefallen ist, noch bevor die blauen Flecken auftauchen. Yeah. Und er sagt, das muss ein für alle Mal aufhören. Er wird sofort mit den anderen reden, sobald... Na, dann bricht die Verbindung ab. Gucken wir mal rein hier in die Bude. Okay, wir haben offiziell die Grenze zum absoluten Creep-Gebiet übertreten. Sie hat immer Nein gesagt. Sie hat sogar damit gedroht, mich zu melden, wenn ich nicht aufhöre, ihr Nachrichten zu schicken. Aber jetzt ist sie so unschuldig. Sie alle sind so unschuldig. Und dieses Lächeln, was sie mir schenkt, wenn sie mich anblickt. Jetzt ist es auf jeden Fall ein ganzes Stückchen einfacher. Ich meine, was soll's? Wir stecken doch hier eh fest. Aha. Allein für die Andeutung des Ganzen klaue ich euch euer Geld. Das ist nur gerecht, schätze ich. After a crash, you can't expect the luxury of due process, but this isn't a military ship. Just bumping the command line up a notch doesn't work. Captain Fairchild knew this crew. His replacement doesn't command the same level of respect. I'm hoping the man has it in him. Dieses Log hier sagt, bei so einem Absturz kann man natürlich nicht erwarten, dass es Dienst nach Vorschrift gibt, aber wir sind verflucht nochmal kein Militärschiff. Einfach sozusagen die Hierarchie ein Stück nach oben zu schubsen, das bringt nichts. Captain Fairchild, der kannte seine Crew. Sein Nachfolger hat nicht dasselbe Maß an Respekt bei der Mannschaft. Ich hoffe, dass der Mann seiner Stellung gewachsen ist, aber irgendwie bezweifle ich es. Okay, also scheinbar ist Captain Fairchild, der ursprüngliche Captain der Gernsback, wahrscheinlich bei dem Aufprall gestorben, könnten wir vermuten. Und sein Ersatz ist wohl nicht ganz so geeignet, zumindest nach der Meinung dieser einen Person. Log des Doktors oder der Doktorin. Werden wir gleich sehen. What was her name? Sarah? Suzanne? My God, I can't remember her face. We need to get out. So I can remember, can think straight. They have to hurry. Ne, der Doktorin, okay. Scheint einsetzende Amnesie zu haben. Oder irgendeine Form von Demenz. Die Doktorin scheint Probleme zu haben, sich an den Namen einer anderen weiblichen Person zu erinnern. Sie meint, ihr Name, wie war der, Sarah, Suzanne, ich kann mich nicht erinnern. Ja, selbst an ihr Gesicht kann sie sich nicht mehr erinnern. Sie kann einfach nicht mehr klar denken. Die anderen müssen sich beeilen, sie müssen hier wegkommen, damit sie wieder klar denken kann. Okay, offensichtlich schienen zumindest Teile der Crew von einer Art Demenz befallen zu sein.
Und wenn wir das erste Log uns anschauen, dann Repeat, Toxology Alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years 237 days 7 hours. Okay. Und da kriegen wir auch gleich mal einen Hinweis darauf, woran das liegen könnte, dass die diese Demenz entwickeln. Offensichtlich die Flora dieses Planeten nicht mit menschlicher Physiologie vereinbar. Und der zweite Part ist fast genauso interessant. Offensichtlich wurde dieser Notfallbeacon hier fast 8,5 Jahre auf Hold gehalten. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Damit wird das Bild schon ein ganzes Stückchen klarer. Erste Informationen, die er uns gibt: offensichtlich ist die Flora dieses Planeten nicht für menschliche Physiologie geeignet. Das passt chemisch nicht. Dadurch kommt es zu einer rapide voranschreitenden neuronalen Degeneration. Das heißt, das Gehirn baut ab, und zwar schnell. Zweiter Part ist, dieser Notfallbeacon hier wurde 8,5 Jahre auf Pause gehalten. Aus Gründen, die gelöscht wurden. Und zwar von niemand anderem als dem amtierenden Captain Ronald Taylor. Also Jacobs Vater. Jacob wendet zwar ein, das kann eigentlich nicht sein, weil sein Vater war der erste Offizier, nicht der Captain. Woraufhin die VI klarstellt, dass sein Vater eine Beförderung erhalten hatte aufgrund der entsprechenden Notfallprotokolle. Also genau das, was ich schon angedeutet hatte. Offensichtlich ist der Captain umgekommen und dadurch wurde der erste Offizier, halt eben Jacobs Vater, zum neuen Captain. Weitere Probleme, die gespeichert sind: eine gefährliche Geschwindigkeitsabnahme, die örtliche Nahrung und die dadurch resultierende neuronale Degeneration. Und das Beacon Activation Protocol. Fragen wir uns mal durch. Als erstes mal Emergency Command Protocols. Wie ist Jacobs Vater zum Captain geworden? Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted infield to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Tja, macht ja irgendwie Sinn. Die VI weiß nicht, wo die verbleibende Crew der Gernsback ist, einfach weil sie ja lang genug ausgeschaltet war. Hat also die neuesten Entwicklungen da nicht mitbekommen. 8,5 Jahre voll von Entwicklung. Und tatsächlich ist Captain Fairchild offensichtlich beim Absturz ums Leben gekommen. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of acting captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Okay, also einerseits zum Essen. Egal wie man es aufbereitet, ob man es kocht oder versucht zu dekontaminieren, das Essen sorgt innerhalb kürzester Zeit zu einem kumulativen Verfall. Ist nicht klar, ob das reversibel ist oder nicht, weil die Datensammlung diesbezüglich nicht abgeschlossen werden konnte durch die VI. Aber naja, spätestens so nach einem Monat, nachdem man sich von dem Zeug hier ernährt hat, da kickt es dann so richtig ein. Ferner wurde ungefähr ein Jahr, nachdem der Absturz stattgefunden hat, diese VI hier aufgebaut. Dann allerdings nicht benutzt und erst vor kurzem quasi durch Ronald Taylor wieder aktiviert. Die Pause, naja,
bleibt dabei, haben wir keine Informationen, wodurch die hervorgerufen wurde. Come on, let's get going. My father had a working beacon, but didn't signal for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. Avoiding it for a decade seems unlikely. Tja, ist halt die Frage, warum hat er fast 9 Jahre gebraucht, um einen bereits lauffähigen Beacon nochmal zu aktivieren? Vielleicht wurde er auch von dieser neuralen Degeneration betroffen. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Okay. Der Anführer hat gesagt, dass jemand aus dem Himmel kommen würde. Er hat immer noch Macht. Einige haben allerdings den Glauben verloren. Die Jäger. Sie werden sicher auch unseren Stern gesehen haben und sie werden nicht zulassen, dass wir ihm helfen, dem Leader. What are you talking about? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the Liar! He will not escape! Enemies in front! Don't you go Neanderthal on my ass! Here we go! On target! Oh. Alter Falter, das sind aber einige. Oh. Ah. Down you go. I've got das sind wirklich einige. Schön in der Zange neben mir. Alter Falter, was teilen die aus? Wilde Jäger. Aha. That wasn't neural decay. They were feral. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Tja, sein Vater würde ja ziemlich sicher nicht einfach so daneben herstehen und zulassen, dass hier sowas abläuft. Irgendwas liegt hier im Argen. Erkennbar. You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. Ja, stimmt wohl. Ist nur die Frage, wie leicht man an eine entsprechende Person rankommt, die dabei helfen kann, hier ein bisschen Klarheit reinzubringen. Stripped Mech? Okay, ausgeschlachteter Mech. Stripped for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. Yep, die brauchen wir wohl alle, schätze ich. Hello. They're clearly docile, but in the same uniform remnants as those who attacked us. Yo, die Leute hier sind ja relativ zivil, tragen aber dieselben Uniformen, also das, was von den Uniformen noch übrig ist. Sind allerdings alle weiblich, so wie wir es gesehen haben, ne? There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent. Possibly. But the woman on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat. To decay. You are cursed with his face. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Tja, so viel zum Thema. Vielleicht ist Jacobs Vater auch nur ein armes Opfer. Wir werden hier begrüßt mit, du hast sein Gesicht, der Anführer. Er hat gesagt, dass Hilfe aus dem Himmel kommen würde, aber da kommt nichts.
Du bist verflucht mit seinem Gesicht. Er hat uns gezwungen zu essen, zu zerfallen. Food stores. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. Yep. Das Essen, was die sich hier reingetrümmert haben, war schön kontaminiert. I can't talk to you. I don't want punishing. He has a cruel face. His cruel face. Er hat ein grausames Gesicht, huh? Go away. You are like him. You will keep us here. The hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited too long. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. He keeps us, protects us, and we please him like he demands. And we're back in creep territory. Hier war eine Statue. Alter Vater, mir ist gar nicht aufgefallen. Was ist das denn? What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Yep. Das ist sehr, sehr nah dran an der Grenze zum Kult. Dein Captain verlangt Gehorsam. Waffen sind verboten. Okay, deshalb gehen die Lokis hier auf uns steil. Patrols like that are a little much against this bunch. Well, that would make them hate him. But maybe it was just for defense. Tja, vielleicht hat der gute Captain die Mechs hier nur zur Selbstverteidigung am Patrouillieren. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ein möglicher Indikator, warum einige hier so ein bisschen pumpig sind. Please, here, you could end it. Hey, die Doktorin. You have his face, but you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read, but this was the start. What he promised and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard? I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were five after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Jo, also die Doktorin hat zwar laut eigener Aussage verlernt zu lesen, auch wenn sie das Konzept des Lesens immer noch klar benennen kann.
hat uns auf jeden Fall ein paar Logbücher gegeben. Momentan sieht es wie folgt aus. Na, sie sind halt abgestürzt. Und da gab es halt die Befürchtung, dass ja, die mitgebrachten Vorräte nicht ausreichen würden. Und dementsprechend hat der neue Captain die Ansage getroffen, relevantes Personal kann weiterhin sicheres Essen essen. Der Rest muss sich dann leider örtlich ernähren. Und dann müssen alle darauf hoffen, dass man später eine Behandlungsmethode für den kognitiven Verfall finden kann. Das machte vielleicht noch Sinn. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, das war die Idee halt, die Sendebarke wieder startklar zu bekommen, um möglichst schnell diesen Planeten verlassen zu können. Und ungefähr eine Woche, nachdem das tatsächlich dann auch erfolgreich geschafft hatte, vielleicht sogar aufgrund der Maßnahmen, die Captain Taylor dann ursprünglich getroffen hatte, sind irgendwie die anderen Offiziere ums Leben gekommen und Männer und Frauen wurden getrennt voneinander. Die Männer wurden ins Exil gesperrt und die Frauen wurden den Offizieren, ja, also den Getreuen von Captain Taylor quasi wie Spielzeuge oder wie Haustiere zugeordnet. Ne? Wow. Ja, da sind wir so wütend, da müssen wir gleich erstmal hier mit Incinerate schmeißen. Field is clear! Brüll mir bitte nicht so ins Ohr, Jacob, wir sind alle gerade aufgebracht, das ist klar, aber... Sehr, 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 sehr schwierig. Zeichnet sich ein Bild ab, warum der Notruf erst nach 8,5 Jahren kam. Jetzt kommen wir hier erstmal nicht weiter. Dann müssen wir erstmal einen Mech sprengen. Und dazu wird er gehackt. Artgerecht. Machen wir mal einen Schuh. Leute, bewegt euch. Fump. Sehr gut. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. God damn it. It's really him. Just got free. He's covering his ass. Dude, das ist lame. The old corpse has been posed, like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Okay, die Ausgestoßenen, also die männliche Crew, hat angefangen, sich zu wehren. Incoming! Excuse me. Excuse me. There's no excuse. Careful, I automated my defenses after the crew turned violent. They keep attacking. I had no choice. He had plenty of choices. A little late to blame him. Tja. Ah, bin gerade erst freigekommen. Sie sind alle wahnsinnig geworden. Ich habe 8,5 Jahre gebraucht, um mich aus ihrer Gewalt zu befreien. Ich versuchte echt, diese Karte zu spielen. Wie viele kommen denn da? Ist ja nervig. Nimm dies. Ich bin nicht 100% sicher. Müsste da nicht irgendwas explodieren irgendwann? Zeigen sich nicht beeindruckt. Das ist schade. Wo haben wir es jetzt? He had his fun, and now he wants out. Son of a bitch. Ja, so liest sich das dummerweise gerade so ein bisschen. Hat er mal seinen Spaß gehabt, aber jetzt ist es öde geworden und jetzt sagt er Hilfe, Hilfe. Ich mag gar nicht mehr. Und er sagt, ich musste die automatisierten Verteidigungsanlagen starten, um mich zu verteidigen. Vorsicht. Sie werden vermutlich auch euch angreifen, aber ich musste es tun. Mimi. Solange es nur einfach nur gammelige Loki-Mechs sind, die wir hier irgendwie wegklatschen. So, nee. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen Overkill. Stimmt schon. Weg damit. It took years to train my guards. I'm afraid you'll have to fight them to rescue me. Throwing people away. This thing is not my father.
Ja, war ja schon vorher nicht perfekt, aber spätestens jetzt ist die Vater-Sohn-Beziehung sicher ein wenig vorbelastet. Ja. Okay. Gehirngewaschene Wache? Overload deployed. E-Mail-Mech, cool. Ja. Mhm. Und einer noch. Schön Header und dann hat sich das ja wohl. Watch out! Ach, es ist immer wieder ein Vergnügen mit den Viechern. Okay, war es das jetzt? Ja, offensichtlich nicht. Mein frecher Wicht. Enough with the toys. I need to look my father in the eye here to justify this. Ja, genug mit den Spielzeugen gespielt. Jacob ist nicht der Einzige, der das dringende Bedürfnis hat, dem Mann mal in die Augen zu schauen und ja, sich mal durch sanfte Kritik im Falle von Bullshit geleitet anzuhören, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Element Zero, okay. Irgendwo muss ein PDA liegen. Yep. More Credits. Ist die Frage, ob die E-Mail-Geschichte schon quasi den Endboss dargestellt hat? Ach nee, guck mal da. Sehen Sie hier. Das ist aber bequem gemacht, ne, oder? You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance Base. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do. You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Oh Mann, eine gewisse Chuzpe hat er. Hier nochmal eine dicke Lippe riskiert, da er offenkundig weder uns noch seinen Sohn erkennt. Auf Jacobs Kommentar, okay, mehr als das kannst du jetzt gerade nicht anbieten. Immer noch die Geschichte von, ach, sie haben mich hier eingesperrt und mich zum Gegenstand einer merkwürdigen Neandertaler-Religion gemacht. Gibt immer noch ein bisschen die Prinzessin den Nöten? Und als Jacob ihn völlig zu Recht auf seinen Bullshit called, meint er, ja, du sag mal, erlaubst du es eigentlich all deinen Leuten, dass sie so frech sind? Wer bist denn du eigentlich? Ja, ich bin Shepard. Jacob kennst du schon. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. Oh. Die Bürde, das Kommando zu haben, es verändert einen. Ich war einfach nicht bereit dafür. Und wieder ist die Opferrolle, ne? I'm not unreasonable, Captain. But 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance. Like an instinct. Pure authority was easy. At first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it?
You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Du bist ein Depp, Oida. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mix. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. Also offensichtlich haben sich die Offiziere dann selber zerhackt. Alle wollten sie die Kontrolle haben über so viele schöne Spielzeuge. Dummerweise war ausgerechnet der Captain derjenige mit dem Mechs. Und ja, er gibt auch zu, ja, es kann sein, dass ich vielleicht ein wenig locker in der Hüfte darin wurde, ein paar Exempel zu statuieren. Aber danach war er sehr nett zu allen Leuten, nachdem die Sache sich ein bisschen beruhigt hatte. Und er hatte sich doch auch wirklich ein wenig Frieden und Ruhe verdient. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. Yep. Wann immer er den Mund aufmacht, kommen vor allen Dingen Dinge heraus, die sich auf ihn selbst beziehen. Nur fairerweise dazu sagen, wenn man 8 Jahre lang quasi als Gott irgendwo rumsitzt und ansonsten ziemlich allein ist, dann ist es zwar, wie Captain Taylor freimütig zugibt, insofern ganz geeignet, dass wenn man immer allein zu Abend ist, dann halten die Vorräte halt entsprechend länger. Aber dann kann man natürlich auch mal so einen gewissen Egozentrismus entwickeln. Nichtsdestotrotz, ein mieses Schwein. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals. Jo. Behandle Menschen wie Tiere und irgendwann werden sie verhalten wie solche. Er versucht es zu schieben auf, ja, dieser Planet durchläuft merkwürdige Zyklen. Es sind Pflanzen aufgetaucht, die er noch nie zuvor gesehen hat in den Jahren davor. Merkwürdiges Wetter. Vielleicht hat es was damit zu tun. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Er kann dem Gesetz jetzt nicht mehr entkommen. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Schade, dass wir kein Renegade sind. Es gäbe nämlich auch genau die Möglichkeit zu sagen, hey, es wird gegessen, was gekocht wurde. Man hätte auch einfach gehen können und jetzt, wo sämtliche Mechs und alle Verteidigungsanlagen passé sind, hätten die Hunter sicherlich Verwendung für Captain Taylor oder für seine Haut und seinen Skalp und wie auch immer. Aber Paragon ist Paragon. Abgesehen davon, er gefällt die Vorstellung, wie Shepard es schon formuliert hat, für jedes Jahr, was er als Captain verbracht hat, würde er 10 Jahre im Knast haben, wo er darüber nachdenken kann, was er getan hat, in jedem Jahr, wo er Captain war. Naja. Also, Level 20, yay! Die Überlebenden von Aiea werden von Allianzpersonal behandelt mit zusätzlicher Unterstützung von Cerberus. Es ist gut zu sehen, dass Taylor von der Erfahrung dort auf dem Planeten psychologisch unbeeinflusst ist. Jacob Taylor hat die Sache mit seinem Vater ad acta gelegt und ist nun vollständig auf die Mission fokussiert.
Jacob kriegt eine neue Power. Und das ist Barriere. Wir können Barrieren ziehen. Rein theoretisch mit Advanced Training könnten wir das auch. Kriegt ein neues Outfit. Credits. Gibt's 15.000. 1.500 fehlen. Wayne. Element Zero. Ein bisschen was. Das ist okay. Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Sehr schön. Allianz-Schiffe auf dem Weg, um Captain Taylor und seine Crew einzusammeln. Und bis sie aufschlagen, sind wir schon lange weg. Don't even give them the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Okay, na dann Argument. Sagt Jacob, falls ich derjenige gewesen wäre, der die Informationen über die Gernsback hat zukommen lassen, dann würde ich jetzt lächeln, angesichts der Auflösung, die ihr für die Situation gefunden hat. Ich lächle bloß gerade nicht. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did. But I'm happy to know the situation is behind you. Fine, you didn't forward it, so who did? I did. Ja, das hätten wir uns erdenken können. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. Oh-oh. Da kriegt wer Mecker. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. It doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. Ja. Er hat den Verlust des Mannes, den er gekannt hat, schon beweint. Captain Taylor kann in irgendeiner Gefängniszelle verrotten. Dies wohl. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Yep. Miranda und Jacob hatten ja früher mal viel miteinander zu tun. Quasi näherungsweise vielleicht auch Beziehung, man weiß es nicht. Und Miranda hatte ja gesagt, die Information weiterzuleiten, hatte damit zu tun, dass das Thema Jacob früher mal extrem beschäftigt hatte. Die Information weiterzuleiten war so, als würde sie ein Versprechen halten. Er selbst weiß aber ehrlich gesagt nicht, von welchem Versprechen sie da gesprochen haben könnte. Ist auch nicht ganz sicher, ob er es überhaupt wissen will. Er sagt, sie braucht einen besseren Mann, als ich es bin. Come on, we've got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Easy. Anytime, Jacob. Okay. So. Ich will die Gelegenheit nochmal nutzen, schnell sowohl mit Jack als auch mit Jacob. Jack und Jacob. Wir sind ja quasi 3J. 3J. Für die Kombination, ne? Jake, Jack und Jacob. Mit Jack und Jacob reden. Weil, beide Loyalty-Missionen haben wir ja abgeschlossen. Vielleicht gibt's da ein bisschen was Neues. Dann starten wir einfach mal bei Jack. Hey. Tell me something I don't know about you. Nothing to tell. Why? I want to know more, and I'm not going away. I'm here to fight for you. Nothing says we have to be friends, but whatever. Something you don't know, huh? Obvious stuff, like what's up with my ink, or something else just as boring. You're not really interested unless it affects you. I've been through all this shit before. Sie nimmt uns nicht wirklich ab, dass wir uns für sie interessieren. Man interessiert sich nicht für andere, außer es betrifft einen persönlich. Die Scheiße hat sie schon häufig genug erlebt. I could be genuine. You have no way of knowing. I have eyes and I have history. You'll back off. As soon as you realize you're not the first, and I'm immune to your help. I'll bite. What's with the tattoos? Some are for prisons I've been in. Some are for kills. You know, good ones. Some are for things I've lost. Those aren't your business. They're nobody's business. And some are because, hey, why the fuck not? Eh. You work pretty hard at not letting people get close.
I've been with lots of people. If you're asking about a boyfriend or a girlfriend, no. It's a waste of time and it never works. You let someone get that close, it just means they need a shorter knife. Lonely and alive works just fine, thanks. Okay, sie ist eher der Typus für einsam und am Leben, als sich irgendjemand anzulachen. Weil wenn man jemanden nah an sich ranlässt, dann bedeutet das, dass diejenigen einfach nur ein kürzeres Messer brauchen, um einen abzustechen. Im übertragenen Sinne. You're tough, but you can't have survived alone all these years. When I was starting out, I ran with this girl Minara and her boyfriend. They knew their way around. I thought they'd help me. Right. They helped me into their bed. And when we finally did take down something big, they helped themselves to my share of the take. I knew where it was heading. And I got them first. Never bothered with friends after that. Ja, also selbst nach Pragia hat sie dann sehr häufig viel Glück gehabt mit den Menschen. They sound like selfish pricks. That doesn't mean they were gonna kill you. I get feelings. I don't need proof. I did the smart thing. I always do the smart thing if people fuck with me. That's probably something you should remember. Shut up, Jack. I have to go, but we should do this again. Wait. My turn with the questions. People usually walk by now. Why are you really asking all these things? Are you eyeing me up? Because if this is just about sex, maybe you should just fucking say so. I'm in no hurry. I want to know what makes you tick first. You don't need to know someone to sleep with them. You just have to know where to put it. Okay. Maybe we'll talk later. Maybe not. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Vibes gegeben, dass er irgendwie romantischerseits was gehen würde, weil, nope. Ain't gonna happen like that. Ich versuche gerade erstmal so eine Basis aufzubauen, dass ich hier nicht konstant bei jedem Satz über den Mund fahren möchte und so sagen, shut up. Und das ist schon ein hartes Stückchen Arbeit. Weiß nicht, ob sie das irgendwie wirklich anerkennt, wie viel Arbeit das ist. Wenn man sich ihren Charakter im übertragenen Sinne erstmal schön saufen möchte. Naja. Jacob. Thanks for diverting to the Gurns back, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. And don't worry, it will not affect how I do my job. It's over. Easy. Deshalb sind wir doch hier, um Probleme zu lösen, nicht wahr? I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Bam. We'll talk later. Abgeblitzt. Commander. Yo, hau rein, Jacob. Yo. Boy, oh boy. Beim ersten Mal spielen wusste ich das nicht. Diese Mission ist eine relativ berühmte. Man könnte auch sagen, eine relativ berüchtigte. Ich schätze mal, diejenigen, die jetzt zumindest zugehört haben, also schöne Grüße an der Stelle auch an Bert. man habe jetzt grob mitbekommen, worum es geht. Also eigentlich eine ganz klassische Geschichte von Machtmissbrauch in sehr, sehr perfidem Ausmaß. Für die Mission hat BioWare richtig Flak bekommen. Richtig deutlich. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch erst vor kurzem mitbekommen. Ich habe damals, als ich Mass Effect 2 das erste Mal gespielt habe und auch in den nachfolgenden Spieldurchgängen, hatte ich das nicht vor Augen und habe mit dieser Mission tatsächlich kein Problem. Tatsächlich so vom Grundgedanken her ist es eine meiner Lieblingsmissionen. Weil, ich meine, wer mich jetzt auch kennt, ne? Mal so ein bisschen Misanthropie als Reality-Check quasi, nehme ich mal ganz gern mit. Was mich an der Mission schon immer ein bisschen gestört hat, ist die Umsetzung dieser Idee. Und zwar jetzt nicht, dass es irgendwie nur 3 Fights gab und dann ist man plötzlich schon da. Es war ja auch eine sehr, sehr kurze Mission. Verlängert nur dadurch, dass ich halt alle 2 Meter stehen geblieben bin und irgendwie dusselig gelabert habe. womit ich erstmal ein Problem hatte und schon immer hatte, ist, dass dieser Neural Decay, dieser neuronale Abbau, der durch die Inkompatibilität zu dem Essen, was es da auf dem Planeten gibt, entstanden ist. Da ist mir nie so ganz klar gewesen, okay, was sind die Regeln? Nach welchen Regeln funktioniert das? Ne? Weil wir haben halt Leute, die dann immer noch problemfrei auch komplexere Waffen bedienen können. Wir haben den einen Typen gesehen, der auch noch lockerflockig hier, die Brainwashed Guard, die einfach noch lockerflockig gerne mal noch die eigenen Schilde hochfahren kann und mit Drohnen schmeißen, wo mir dann nur keiner erzählen kann, dass das so eine Plug-and-Play, ich drücke einen Knopf und schon geht's los, Geschichte ist, weil dann bräuchte es dafür keinen Engineer oder Vanguard oder wer noch immer. Das könnte dann jeder Soldat machen, einfach mit der Drohnen schmeiße. Und auch die Sprache, wir haben es gesehen in den 2-3 Gesprächen, die wir geführt haben, sie haben versucht, das so ein bisschen simpler zu machen, aber irgendwie nicht so wirklich auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl hatte, okay, das würde tatsächlich passieren, wenn man irgendwie quasi so eine Demenz entwickeln würde. Einfach so ein bisschen Neandertaler-Sprech, und du bist ja doch der Buga-Buga von den Sternen.
Also das hat nicht so ganz hingehauen. Das ist also für mich Abzug in der B-Note, Rest hat gepasst. Wie gesagt, diese Mission gehört vermutlich so, wie wenn man das Netz mal richtig liest, gehört mit zu den meistgehasstesten. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Die dummerweise aber bisher, zumindest bei mir, noch nicht so voll dokumentiert in allen Facetten angekommen sind. Also scheint ein relativ starker Konsens darüber zu herrschen, dass Jacobs Loyalty Mission Bullshit ist. Ich weiß, richtig Auslöser war es, dass BioWare effektiv vorgeworfen wurde, rassistische Klischees zu bedienen. Klischees, von denen ich ehrlich gesagt nicht unbedingt wusste, dass sie ein Ding sind, aber sie sind offensichtlich ein Ding. Unter anderem halt die Tatsache, dass ja, dass so ein rassistisches Klischee halt besagt, dass dunkelhäutige, also beispielsweise afroamerikanische Väter, ja, dass das meistens Rabenväter sind, die sich nicht um ihre Kinder kümmern und ja, die eh immer mit einem Bein im Knast stehen und dergleichen mehr. Ja, und sowohl Jacob als auch sein Vater haben jetzt halt eben dunkle Hautfarbe. Wo ich beim ersten Mal durchspielen zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl hatte, dass das irgendein Punkt ist, den irgendjemand machen wollte. Tatsächlich fand ich es im zweiten Teil sogar ganz cool, dass mit Jacob auch mal jemand auf der menschlichen Seite ist, halt mit ja, etwas mehr Melanin in der Haut. Weil, fuck that, warum nicht? Ich meine, wenn wir die Allianz halt haben und die Allianz setzt sich zusammen aus allen Menschen, dann müsste man ab und zu eigentlich auch mal eine Asiatin, wie beispielsweise Emily Wong, und halt auch ab und zu mal jemand Schwarzhäutiges irgendwie am Start haben. Wäre zumindest, was die Crew der Normandy angeht, im ersten Teil eher nicht so richtig gab, wenn ich mich recht entsinne. Das fand ich okay und ja, darauf wurde sich halt darauf bezogen, dass ausgerechnet jetzt Jacobs Vater halt genau so ein Rabenvater to the extreme ist. Das würde genau halt dieses Klischee bedienen. Den Punkt verstehe ich. Hab aber ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es die Kernaussage gewesen ist hinter dem Ganzen. Und in einem Review, was ich vor kurzem nochmal gesehen habe, nämlich dem wieder mal von Noah Caldwell-Gervais, da ist er auch nochmal kurz drauf eingegangen, auf diese ganze Geschichte. Und zumindest er sieht das relativ ähnlich wie ich, so, naja, das ist nicht der zentrale Punkt für diese kleine Geschichte, die da in der Loyalty Mission erzählt wurde, dass Jacobs Vater jetzt irgendwie dunkle Haut hat oder so. Das ist halt einfach nicht der Kernpunkt und verändert im Kern gesehen auch halt genau gar nichts. Was, glaube ich, eigentlich die beste Art und Weise ist, irgendwie mit Diversität in Spielen umzugehen. Wenn ich einen Charakter habe, der einfach so ist, wie er ist, so, dann kann ich damit arbeiten. Wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie der Quotenmensch für irgendeine Minderheit oder irgendeine marginalisierte Gruppe, da wird es dann halt immer so ein bisschen schwierig. Und das Gefühl hatte ich bei Jacob halt wirklich nie gehabt. So. Ja, und dann liest man halt noch, das hatte auch Mr. Cordwood Gervais gesagt, die Mission wäre so oder so Bullshit, selbst wenn Jacob und sein Vater halt weiße Hautfarbe gehabt hätten. Und die Gründe dafür sind mir halt noch nicht hundertprozentig klar. Wie gesagt, dieses Neural Decay-Ding ist mehr MacGuffin, als dass es wirklich organisch umgesetzt ist und glaubhaft umgesetzt ist. Das ist okay, aber das wäre sowas, das hätte man vielleicht nochmal wegfeilen können, aber das ist so ein, aus meiner Sicht kein Make-and-Break-Ding. Das ist nichts, woran die Sache direkt in Schritt 1 scheitert. Ja, was ich tatsächlich daran schätze, A, ist es storymäßig natürlich relativ nah dran an Herz der Finsternis. Und Herz der Finsternis mag ich sehr. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht wieder reines Misanthropen-TV für mich, sondern ich gehe sehr stark davon aus, mit ein bisschen Pech und Spucke würde in so einer Situation genau das passieren über kurz oder lang. Klar, ist es ein bisschen hin und her gebogen, dass jetzt ausgerechnet noch dieser neurale Verfall dazukommt, der es halt so schön angenehm macht, die Leute zu versklaven und irgendwie da Sexsklavinnen zu halten und sonst irgendeine abgefuckte Scheiße. Aber ich befürchte, es bestünde immer eine genaue Chance, dass genau so etwas passieren würde. Genauso wie es ja Leute gibt, die, sagen wir mal, beispielsweise bei 28 Days Later, wer den Film kennt, sich extrem darüber beschwert haben, dass die zweite Hälfte des Films eigentlich kompletter Bullshit ist, weil das würde ja nie passieren, dass da das Militär also quasi anfängt, komplett frei zu drehen. And I'm not so sure about that, ehrlich gesagt. Gelegenheit macht Schweine, zumindest bei manchen Leuten und bei einer gewissen Größe X von Leuten, wo ich denke, ein Großteil davon würde einfach nach Regeln spielen. Braucht halt nur genau einen, der schlau und skrupellos genug ist, sich entsprechende Macht zu akkumulieren. Und schon kann das sehr schnell sehr übel werden. Und einer der Gründe, warum ich glaube, auch wenn der Charakter von Jacobs Vater, und das ist mir ehrlich gesagt jetzt erst in diesem Spieldurchgang aufgefallen, der ist schon relativ wurstig geschrieben so. Ja, er ist halt schon ein ziemlich brutaler Lauch. Das hätte man vielleicht noch einen Tacken diffiziler machen können. Aber auf der anderen Seite will man halt einen Menschen, der so etwas tut, irgendwie nachvollziehbar und vielleicht sogar noch in Ansätzen sympathisch oder tragisch darstellen. Ich glaube auch eher nicht. Aber der Punkt, der auch so bei ihm so ein bisschen dahinter steckt, da hätte man vielleicht sogar noch mehr einen Punkt draus machen können,
ist nicht so mächtig wie die Fähigkeit des Menschen, sich seinen eigenen Scheißdreck schön zu reden. Und zwar auch Scheißdreck, den er bei anderen Leuten ganz zu Recht irgendwie monieren würde. Ja, nicht vergessen. Wenn andere Leute, insbesondere Promis oder Geschäftsmänner, irgendwie Steuerhinterziehung machen, dann finden wir das ja immer skandalös. Aber, ne, wenn man da mal selber irgendwie beispielsweise einfach mal versucht, so ein Arbeitszimmer abzurechnen, was tendenziell gar nicht so richtig ein Arbeitszimmer ist, aber vielleicht eins sein könnte, und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen und hier mal ein bisschen was unterschlagen, und dann macht man vielleicht mal eine Gefälligkeit für einen Freund, den man nicht ganz so gut kennt. Weiß nicht, hilft ihm da irgendwie im Haushalt, wenn man halt eben Handwerker ist und spart sich dann die Märchensteuer, weil ist ja quasi fast bald für die Familie. Dann ist das natürlich alles okay und dann ist das völlig legitim und überhaupt, wir zahlen ja eh schon genug Steuern und was soll das überhaupt? Die Steuern werden ja eh nicht für Sachen benutzt, die mich interessieren, und darüber hinaus ist das Programm der Öffentlich-Rechtlichen ohnehin schon seit Jahren untragbar, und was die mit meinem Geld da finanzieren, das geht ja überhaupt gar nicht, also von der Warte her ist das nur okay mit dem Arbeitszimmer und mit der Märchensteuer und so, ne? Und von der Warte her verstehe ich mindestens, was sie machen wollten, und mag das tatsächlich auch, weil es eine Story ist, die so in der Form sicherlich nicht neuartig war, aber zumindest auch noch nicht übererzählt. Ich meine, gut, ich habe jetzt was irgendwie am Ende dieser Episode nochmal irgendwie 5 Minuten darüber rumschwadroniert. Im Großen und Ganzen von der Warte her, zumindest aus meiner Sicht, ganz was falsch gemacht haben sie dann offensichtlich dann doch nicht. Naja. Würde mich mal interessieren, wie das andere Leute sehen. Und falls sie Argumente da haben, dann würde ich auch gerne wissen, warum denn diese Mission so ein breitbandiger Reinfall sein soll. Weil aktuell zumindest sehe ich es noch nicht. Aber vielleicht übersehe ich da auch was. Will ich gar nicht sagen. Argumente, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Gut, genug dazu. Ich muss jetzt langsam mal ins Bett hier, sonst zerleder ich mir hier wieder meinen Schlafrhythmus. Und auch wenn morgen Sonntag ist, wollen wir es ja nicht übertreiben, nicht wahr? In dem Sinne, ganz vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Ich hoffe, hat halbwegs, wenn vielleicht auch nicht unbedingt für gute Laune, aber dann doch zumindest für Interesse oder ein bisschen Spannung gesorgt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, wir machen unsere Crewmitglieder glücklich. Und zwar wirklich glücklich, nicht Captain Taylor glücklich, weil fuck this noise. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis denn.